Was machen sie? Ja. Virtual haben wir einen einfachen Master angelegt, in dem wir einfach Texturen austauschen können und Werte austauschen können. Das wollen wir heute ein bisschen überarbeiten und halt uns noch besser zunutze machen, dass wir Variablen tauschen können, indem wir einfach mehrere Sachen miteinander verbinden. Zum Beispiel könnten wir dann halt die Farbe anpassen von der Base Color oder halt die Stärke von der Missive noch mit anpassen mit der Farbe zusätzlich oder halt die Roughness noch mal ein bisschen besser anpassen, wenn man eine Textur reinlegt, dass man sagt, okay, ich möchte diese Noise haben und die möchte ich halt shiny haben oder doch rough. Ja, und das werden wir jetzt tun. Wir starten einfach halt, das ist der falsche. Wir starten einfach mit unserem Master. Der sollte ja noch die gleiche Sache haben wie vorher. Das werde ich jetzt entfernen, weil ich es geschafft habe, vernünftig gepackte Texturen reinzuladen. Also hier die Roughness wieder rein. So, jetzt haben wir unsere drei Werte. Wir bleiben auch erstmal bei den drei Werten. Nehmen wir eine normale Farbinformation. Hier hat man halt drei verschiedene Grayscales und halt die Normal. Mit der Normal werden wir erstmal nichts machen. Die werden wir nicht ändern. Das ist ein bisschen komplizierter, dass man die anpassen kann. Aber halt andere Texturen, Farben anpassen zum Beispiel. Fangen wir doch einfach auch mit der Farbe an sich an. Und hier in unserer Instanz haben wir uns für dieses wunderschöne Wooden Oak. Aber angenommen, uns gefällt jetzt da die Farbe nicht oder wir wollen einfach mehr Auswahl an Farbe haben. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Modular arbeiten sollte man immer mal tun. So, wir brauchen dann folgendes, den Multiply. Könnt ihr einfach mit Linksklick und auf M oder ihr geht halt Rechtsklick und klickt Multiply. Halt, man soll das richtig schreiben. Haben wir den hier auch nochmal. Wie ihr drankommt, ist eigentlich egal. Hauptsache ihr kriegt ihn. Dann fügen wir unsere Farbe mal ein A. Das ist halt die Basis, die wir nutzen. Und mit was wollen wir das mischen? Das macht bei Farbe Sinn. Ja, noch mehr Farbe. Also brauchen wir unsere Farbnote. Ich stecke mal ein B. Und die packen wir in die Base Color. Und das hier müssen wir einfach nur wieder auch als Parameter festlegen. Ich nenne es jetzt einfach mal Farbanpassung. Und vielleicht nicht unbedingt schwarz. Ich nehme als Wert mal weiß, weil weiß multipliziert sich halt farblos. Ja. Man sieht erstmal keinen Unterschied, dass wir halt unseren Standardwert nicht stark verfälschen. Das ist ja dann immer ein bisschen blöd. So, optisch ist jetzt erstmal nichts passiert, weil wir haben ja hier weiß ausgewählt. Hier haben wir aber unsere Farbanpassung hier dazu bekommen. Doppelklick drauf. Und schon können wir die Farbe anpassen. Man muss halt immer bedenken, es ist jetzt ich mache jetzt alles blau zum Beispiel, es ist ein, ich mische Farbe dazu. Funktioniert mit Basis-Materials oder Basis, funktioniert natürlich wesentlich besser mit Basistexturen, die halt an für sich weniger Farbe standardmäßig haben. Weil wenn man jetzt halt eine Farbe auf weiß oder auf grau mischt, wird sie halt höchstens dunkler, aber es verfälscht die Farbe an sich nicht. Deswegen ist es meistens besser, wenn man halt Texturen, wenn man halt so stark so arbeiten möchte, halt mit möglichst wenig Farbinformation hat, am besten halt wirklich schwarz-weiß und man legt halt einfach Farbe oben drauf. Wenn man modular arbeitet, wie Gebäude oder halt generell alles modular aufsetzt, ist das sehr, sehr hilfreich. Jetzt haben wir vorhin ein Problem. Hier haben wir unsere Farbe, hier oben, und hier unten ist die Farbanpassung. Das sollte ja irgendwie ein bisschen übereinander, dass wir das besser sortiert haben, weil je nachdem, wie viel wir hier verändern können, werden wir irgendwie einen Überblick verlieren. Geht auf folgendermaßen. Man legt hier Gruppen an. Ich habe hier schon die Gruppe Farbe auf 0, sprich bei Farbe ist sie oben. Dann machen wir hier auch Farbe und hier dann auf 1. Wir speichern das und zack, ist hier alles zusammen unter dem Begriff Farbe. Ich habe hier schon ein bisschen vorgegriffen und ein bisschen gemacht. Ich habe einfach noch eine gepackte Textur. Man kann den Begriff einfach schreiben. Okay, das macht jetzt halt einfach keinen Sinn. Man sollte schon so schreiben, dass das halt für einen selbst sinnvoll ist oder eventuell für die anderen Menschen, die mit einem arbeiten. So können wir Farbe anpassen. Und sowas ähnliches können wir auch für unsere Emissive machen. Da haben wir auch einen Farbwert. Aber für die Emissive sollte man eventuell eine schwarze Basis nehmen, da wir ja den ursprünglichen Wert ja nicht unbedingt verfälschen wollen. Und schwarz ist halt einfach nicht leuchtend. Deswegen halt für die Basis tut sich schwarz ganz gut. Dann brauchen wir hier den Multiply.
Aber bei der Emissive wollen wir jetzt halt nicht die Farbe an sich anpassen, was man auch tun kann, wenn man sagt, okay, ich mache die Emissive halt, das, was leuchten soll, halt einfach in einem Grayscale und sage dann, ich möchte eine Farbe auswählen. Kann man genauso machen. Man kann auch sagen, okay, ich suche mir die Farbe für die Emissive aus, weil da habe ich ja mehrere Farben direkt in einer Textur drin. Und da wollen wir jetzt einfach die Leuchtkraft, die Stärke einfach anpassen. Und dazu brauchen wir einfach nur den normalen Wert. Das wird jetzt halt einfach unsere Kraft, unsere Power. Dann gucken wir mal. Ach so, sollten wir auch als Parameter festlegen. Den hatte ich doch. Nee, habe ich noch nicht angelegt. Als 0. Als 1. Dann gehen wir wieder in unsere Instanz. Da haben wir jetzt die Emissive dazu bekommen. Mal schauen, ich habe doch bestimmt irgendwas, was man da einfach mal reinpacken könnte. Ja. Ist zwar eigentlich was ganz anderes, aber das tut's auch. Einfach nur jetzt zum Vorführen, wie es funktioniert. Ich habe eine Textur drinne. Noch passiert nichts. Ich weiß auch nicht, wo die jetzt rauskommen. Aber wir haben ja Power auf 0. Wenn wir das höher drehen, da leuchtet's. Halt hier jetzt weiß. Weil ich habe hier immer nur eine weiße Farbe drin. Na, ich glaube, hier sieht man es einfach schöner. Ich habe keine Ahnung, wo hier die Textur lang geht. Das sind halt die Standarddinger aus Unreal. Na ja, noch ein bisschen grün. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Habe ich da gepusht? Subsurface sollte eigentlich schwarz-weiß sein. Ist ja auch egal. Es leuchtet. Und wenn es halt überstrahlt, kann halt sowas passieren. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das weg und das weg. Emissive haben wir jetzt auch angepasst. Dann haben wir noch unsere gepackte Textur. Das sind ja an für sich drei Grayscales. Und bei einem Grayscale macht es ja wenig Sinn, wenn wir Farbe dazu machen, weil die Outputs können ja mit Farbe nicht anpassen. Bei einem gepackten macht das auch meistens wenig Sinn, die Ambient und die Metallic anzupassen, weil die ja als Textur schon festgelegt sind und man sollte darin jetzt nicht unbedingt drin rumpfuschen. Das sieht sehr schnell sehr seltsam aus. Deswegen wollen wir jetzt momentan nur die Roughness anpassen. Wie gesagt, je nachdem, was ihr arbeitet und was ihr tut, kann es auch sein, dass man halt Metallic oder Roughness manipulieren möchte. Im Prinzip funktioniert das alles gleich für alle Grayscales. Wir brauchen halt wieder ein Multiply. Das ist das falsch, ich habe falsch den Knopf gedrückt. Wir brauchen einen Multiply und einen normalen Nummernwert. Der kommt wie immer hier ran. Roughness kommt hier ran und da rein. Und dann wollen wir natürlich hier auch einen Parameter rausziehen. Na, er schreibt ja gar nicht mit. Den Default mache ich auf 1, weil ich, wie ihr seht, das ist halt sehr shiny, das möchte ich nicht haben, das lenkt mich ab. Das dürft ihr aber für euch selbst entscheiden, ob ihr das matt oder nicht matt haben möchtet. Oder matt oder glänzend. Ich vergesse Wörter. So, dann packen wir den hier auch noch in Gepäck und in 1. Wichtig ist, wenn ihr in Unreal oder 3D-Programm arbeitet, solltet ihr euch immer im Hinterkopf behalten, dass sie nicht mit 1 anfangen zu zählen, sondern mit 0. Ist jetzt bei den Texturen noch nicht so 100% wichtig, aber spätestens wenn wir an die Blueprints gehen, ist das sehr, sehr wichtig, sonst kommen wir durcheinander. So. Auch nochmal speichern. Und jetzt können wir hier, wo sind wir denn hin? Abgehauen. Die Waffen ist anpassen. Moment, machen wir es mal zur Seite. Sieht halt schöner aus auf groß. Matt, glänzend. Matt, glänzend. So. Das auch noch abspeichern. Wie gesagt, Normal lassen wir jetzt raus. Jetzt haben wir noch eine Sache, die ich euch zeigen möchte, die halt super ist für Parameter. Da nutze ich jetzt die gepackte. Unsere Base Color.
Und die Normal. Ich könnte die Emissive auch reinlegen, weil die hat ja auch OBs, aber mache ich jetzt halt einfach nicht. Ich nutze jetzt einfach nochmal die 3. Und wir wollen einfach das Tiling auch variabel machen. Dazu brauchen wir wie immer einen Multiply, der muss in die UVs rein. Das hatten wir alles schon mal gemacht. Jetzt machen wir nur ein Parameter draus. Und dann brauchen wir die Texture Coordinates, das ist das Falsche. Die kommen in die A und einmal eine normale Nummer in die B. Na komm, Treff, so mal näher ran, sondern treffe ich auch Parameter Tiling. Hier Standardwert auf 1. Das wird gespeichert. Oder was? Wir sollten eventuell doch die Emissive reinmachen. Geh du mal da hoch. Einfach nur, damit es gleich mal schöner aussieht. Zack. Tiling. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter hoch, dass wir mehr sehen. Machen das ein Nü kleiner. Machen wir mal alles weg. Und das Tiling hoch. Wir können es auch weniger machen, da war nur noch Blöpp. So kann man halt vieles super anpassen. Machen wir mal auf 5. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Emissive angelegt ist. Generell die Textur. Achso, ich habe da nichts drin. Okay. Irgendwas, wo man halt. Na, ja, hier machen wir noch so ein komisches Ding da drauf. Jetzt haben wir hier so Blobs drauf. Ist jetzt halt nicht das beste Beispiel für Emissive. Sieht auch schon irgendwo lustig aus. Machen wir das mal weg. So. So, jetzt haben wir unser Master ja ordentlich aufgepackt. Wir haben sehr viel mehr Varianz drin und können sehr viel mehr manipulieren, wie nur unsere Texturen austauschen. Wir können Farbe ändern, Helligkeit ändern, ja, ändern, ob es halt mehr matt ist oder rougher ist. Und das Styling anpassen. Jetzt haben wir halt mit sehr wenig Texturen doch sehr viel Auswahl. Man kann halt so gerade in modularen Bereichen sehr viel Zeit sparen, auch sehr viel Leistung am Computer sparen, weil es halt für den Computer wesentlich leichter ist, einfach diese Manipulation zu berechnen, wie halt jedes Mal neue Texturen. Gerade wenn man dann halt etwas größere Texturen reinlädt, so im 2K oder gar 4K-Bereich oder wer will auch 8K, ist ja alles Leistung, die weggeht, ist so für die Engine leichter zu berechnen. Generell Instanzen sind halt immer leichter zu berechnen, wenn man halt das so schön manipulieren kann und halt, man hat auch so wesentlich mehr Kontrolle, wie man dahin geht. Okay, ich mache jetzt ein Holz in hell, mache das Holz nochmal in dunkel, lade verschiedene Texturen rein, das gefällt mir da nicht, muss es immer hin und her arbeiten, so sagt, okay, ich passe es hier halt an, ich möchte das einmal in hell, das einmal in dunkel, ich ändere ein bisschen das Tiling, die Roughness und schon sieht es also einfach aus, als wäre es ein komplett anderes Holz, obwohl es die exakt gleichen Texturen sind. Und so kann man halt sehr gut arbeiten. Ja, das war es jetzt für heute. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Das war informativ und hilfreich für euch. Das nächste Mal werde ich schauen, da kümmern wir uns eventuell um ein Glasmaterial. Die sind mal ganz praktisch. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und man sieht sich.